Herzlich willkommen bei Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Wir waren bei Ben Undercover, das wollen wir hier kurz fortsetzen. Und dann, damit wir gleich bei unserem Fall. Naja, egal. Damit wir gleich bei unserem Fall weitermachen. Jedenfalls wurden wir bei irgendeinem Club eingeschleust, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die letzte Aufnahme war, ist glaube ich, schon lange her. War gestern Abend um 6:30 oder sowas. Na egal, und Alles klar, Rico. Nimm meinen Wagen und tritt aufs Gaspedal. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, dass ich nicht den winzigsten Kratzer im Lack haben möchte. selbstverständlich. Vertrau mir. Ach so, wir sollten dieses Training machen, damit wir noch mehr Jobs bekommen von unserem Kollegen hier, da wir ihm ja den Wagen bringen sollten. Wo jetzt hier raus? Okay. Gut, das kriege ich hin. So, und jetzt links. So. Ach, hier einmal auf das Hafengelände. Okay. Das wird ja wohl nicht ganz so schwer sein. Wow. 5% Schaden dürfen wir nur machen. Bis jetzt haben wir 0. Aber hoffentlich kriegen wir das auch in der Zeit hin. Das wäre dann, oh, Raubkopien aus Asien. Haha. Was, das finde ich immer extrem witzig, die Entwickler bei diesen Spielen, die veralbern immer so vieles. Da heißt die Brauerei nicht, keine Ahnung, Bitburger oder so. Da heißt die Brauerei Hacke und Dicht oder so. Was weiß ich, oder die Milch heißt dann Schlag mich tot und hau mich weg oder so. Ja, so. Für meinen Humor finde ich es als witzig. Manch andere vielleicht nicht, aber ich wollte das jetzt nur mal an der Stelle erwähnt haben. Jetzt wieder hier rechts. Im Moment geht das doch durch. Ich dachte, ich muss hier irgendwo drüber springen oder so ein Kram. Ja, die Einfahrt sollte man natürlich schon erwischen. Das Auto sieht richtig cool aus, weil es so schön schwarz gehalten ist. Ich glaube, das wird mit 5 Sternen nichts. Aber ich bin da eh nicht so der Geier drauf. Ich gesagt, nimmt mir das so ein bisschen den Spielspaß. Aber na komm. Immer noch 0%, das Teil hält was aus, bevor es überhaupt Schaden nimmt. Das ist ja was. So, jetzt hier rechts oder was? Links. So. Dann, wir nehmen jetzt wieder das Containerschiff. Wir müssen jetzt wieder drauf oder was? Das war's. Na, ich will den Mund mal nicht zu voll nehmen und ja, guck, da haben wir es. So vorne geht es nämlich wieder raus. Das kann auch nicht mehr so lange dauern. Selbst wenn ich jetzt in Verzug gekommen bin und meinetwegen noch 3 Sekunden länger. Oder von mir aus auch 10. Ja, wobei, dann packe ich es aber nicht mehr. Ach so. So, und der nächste muss ich jetzt halten. Ah, Mist. Okay. Du hast's drauf, so viel steht fest. Also, hast du noch einen Job für mich? Ja, ich melde mich morgen bei dir. Modell weiß ich noch nicht. Sag mal, du drehst die Nummer doch nicht alleine. Hast du feste Auftraggeber? Geht dich immer noch nichts an. Entschuldige, meine Erbkrankheit. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Keine Fragen, 4,5 Sterne, okay. Weiter, Fall abgeschlossen. Offroader Alligator, das war der, den wir eben gespielt haben. Die Konferenz. Ich hätte mal Lust mit ihm zu fahren, allerdings hat er keine Ballet. Ach gut, das kann ich mir denken, was da drin ist. Das ist das einmal in Polizeiausführung. Aber der hat ja kein Gedingens, kein Sirene. Das ist jetzt ein bisschen doof. B32 Kombi. Ja, komm, nehmen wir mal das. Ich sehe immer hier links unten auf der Karte mit dieses rot markierte Fahrzeug anhand eines Dreiecks. Seh mir, Ben, die Chefin hat noch einen Job für euch. Was? Jetzt noch? Wir haben Feierabend. Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel, der nächste Woche hier stattfindet. Ja klar.
Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein. Sie brauchen Geleitschutz. Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen. Die Leute sind jetzt nicht im Dienst. Alles klar, fahren wir zum Flughafen. Die Konferenz. Ja, Geleitschutz, das hört sich hier erstmal ganz normal an, aber Cobra 11-mäßig wird das wahrscheinlich wieder ein totaler Chaos. Dann wollen wir das natürlich annehmen. Ja, natürlich Ladebildschirm, bevor wir fahren dürfen. Gut, einen Kilometer entfernt, das kriegen wir hin. Natürlich ohne Zeitlimit. Sehen wir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird doch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Ja, bis vor einem Jahr habe ich die Sendung immer noch geguckt, weil ich so irgendwie, ich finde das immer ein bisschen interessant. Mittlerweile geht es mir auf, ich sag mal, auf den Kieker, weil es ist immer nach demselben Schema. Am Anfang passiert eine Verfolgungsjagd, dann sind ein paar Unfälle, dann entwischt der Typ, dann kommen Ermittlungsarbeiten, dann kommt nochmal eine Verfolgungsjagd, dann haben sie den. Immer mit ein paar Gags drin. Aber nun ja, die Spiele finde ich immer noch ganz witzig gemacht, weil ich nicht so ein stinknormaler Polizeisimulator ist, sag ich mal, sondern immer noch was mit Rennspiel zu tun hat, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Wenn der eine sagt, was weiß ich, du musst bei fahrender Fahrt, aus dem fahrenden Auto umsteigen, fahrende Fahrt, was hab ich denn? Naja, auf jeden Fall muss er und sagt dann, er will umsteigen, es passiert gar nichts, nur irgendwann heißt es halt, dass das abgeschlossen ist. Muss ja aufpassen, nicht zu nah dran fahren. Und, aber die Person, in dem Fall jetzt Ben, sitzt immer noch im Auto, aber okay. Gut. Kann man hier irgendwie so ein Tempomat einschalten? Achso, ich könnte hier mal so. Zur Darstellung, dass ich im Einsatz bin. Hier. Wow. Hui. Das war knapp, du. Das war nicht komisch. Rote Ampel, Kollegen, ihr müsst anhalten, Mensch. Ja, jetzt fahren sie einfach den Transporter kaputt, das ihr wisst doch nicht. Abstand zu klein, ja, sehr gut. Macht ihr Feuer unterm Hintern. Gib Gas. Ah, grün. Jetzt haben wir mal hier. Ja. Von dem Boot ist hingekriegt. Alter, ja, ist gut. Mann. Ich fahr dir schon nicht auf. Hier rollen, kann ich in die Hände klatschen nebenbei noch. Statt zu klein, sind wir jetzt. Ich hab Heimweh. Komm, lass uns zum Revier fahren. Du bist ja schon ein großer Polizist. Ich will aber. Na gut. Und jetzt? Einnehme. Achso, da geht's wieder lang. Ciao. So. Gute Arbeit, Jungs. Hä? Von jetzt? Hätte ich doch da lang fahren können, oder was? Boah, das ist doch der Wahnsinn. So, das hätten wir. Schluss für heute. Wir wollten doch eigentlich Frühstück holen. Ja, stimmt. War irgendwie keine Zeit für. Oh, ich brauche jetzt ein Steak. Irgendwie unterhalten die sich immer über Frühstück, egal zu welcher Tageszeit. Da hier, die besagte Brauerei, kann man jetzt nicht so gut lesen. Ganz oben. Wenn ich das nächste Mal dran denke, sage ich euch nochmal Bescheid. Solange ich es nicht vergesse. So, hier rein. Kann man, glaube ich, auch her. Wenn ich mich da recht erinnere. So, mal hier ein bisschen Feuer unterm Hintern. Boah, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich komplett übersehen. Kann man hier mit CD-Sicht hin? War da nicht was? Ja. Kann ich auch so Cockpit? Nee, dann ihr wisst nicht. Ja gut, dann lasse ich das so.
Schade eigentlich so. So, das hätten wir doch locker geschafft mit 30 Sekunden. So, das wäre der Fall. Verfrühte Ankunft. Verfrüht. Fall abgeschlossen. Fall freigespielt, die autonomen Frühstück mit Charlie, der Tuner Club. Offroad Alligator Polizei, ja, das ist doch schön. Haben jetzt 7 von 43 Fälle gelöst, 16% abgeschlossen. 3 Fälle in Arbeit, 7 gelöst. Tag 2, ah, okay. Tag 3 gibt's noch nicht. Die autonomen Frühstück mit Charlie, der Tuner Club. 13 Uhr bis 23 Uhr, Schwierigkeitsgrad normal. Ne, normal. Heavy Dienstbeginn? Einstellung von Beginn der 10 Stunden Dienstzeit. Sonnenuntergang ist immer um 19 Uhr. Hä? Was ist das jetzt hier? Dienstbeginn 9 Uhr, ja, Frühdienst. Dauert, was bedeutet das denn jetzt? Schaltung automatisch, Kamera, die Navigationshilfe, Vollstreckenkarte, Ideallinie? Hä? Ich sehe doch keine Ideallinie. Sehen, Wiederholung, nee, Untertitel, ja. Was sieht man denn eine Ideallinie? Naja, okay. Tag 2, 19 Uhr. Ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis gleich oder bis morgen. Tschüss.